Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla. So Leute, in der letzten Folge haben wir echt spannend was erlebt. Entschuldigung Leute. Ja, wir haben erfahren, dass Sigurd und Basim... Weil Basim versucht Sigurd in die Erde zu leiten, wie wir das jetzt gesehen haben in der letzten Folge. Aber dieser Stein soll am wichtigsten sein. Weil Basti hat versprochen, Sigurd was eine besondere Belohnung, wenn er es erfüllt. Und ja, wie es weitergeht, Leute, erfahren wir jetzt. Okay. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Perfekt. Perfekt. Ah, warte mal. Nee, doch nicht. Okay. Ah, Scheiße. Huh?
Fackel vielleicht? Oh, scheiße. Ach, da. Okay. Ah, okay, nur eine kleine Erinnerung. Bitte nimm den. Bitte nimm meine Schlüssel aus der Hosentasche, ehe du sie wäschst. Ich bin es leider jedes Mal im Matsch wühlen zu müssen. Okay, noch mal lesen.
aus der Hosentasche. Los, Sühnen. Vielleicht anderes Zeit. Was siehst du? Dann machen wir die Mission weiter. Geht nicht anders. Sie ist beim... Also finde Fulke und sprich mit ihr. Sie ist beim Autenhof in westlich Ochsenfurt. Westlich ist hier. Südlich der Weste der Villa, Lea. Autenhof ist hier. Südlich der Feste des der Villa Lea. Südlich der Feste der Villa. Gehe weiter in den Südosten einen großen Teich. Ach so. Okay, wie soll ich denn da hoch? Ach, da. Scheiße, das wird teuer. Hä?
Ach, komm! Ach, da. So, jetzt. Perfekt. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Ach, keine Ahnung. Wir sind noch nicht bereit für den Angriff. Edwin ist zu stark und zu gut versorgt. Und sie erwartet Verstärkung. Ich bin bald zurück. Zeig es mir. Ach, da ist der Schlüssel. Perfekt, bei den Göttern.
Brauchst du Hilfe, guter Bauer? Rose? Bist du es? Ja, meine Tochter, mein Kind! Ich kann es kaum glauben. Du bist etwas verwirrt. Endlich höre ich deine Stimme wieder. Ich habe noch nie mit dir geredet. Rose, treib keine Scherze mit den trüben Augen deines Vaters. Nun gut. Schön, dich wiederzusehen. Wie schön, dass du wieder da bist, Rose. Aber ich bin so müde. So, so müde. Ich schaffe es nicht, diese Kisten unterzustellen. Ich muss daran denken, die Kisten unter der Anbau zu schaffen, ehe der Regen kommt. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es einmal war. Wo ist Rose? Ist sie fortgegangen? Vor langer Zeit vielleicht schon? Ach weh. Genau da! Du warst immer schon ein kluges Kind. Stell die anderen auch dazu. Rose, du bist so groß und stark geworden. Hallo? Das war die letzte. Komm mit, Rose. Wir haben uns seit Jahren nicht unterhalten. Weiße Rosen. Nach deiner Geburt waren das die Lieblingsblumen deiner Mutter. Der Rosenbusch, den wir beim Grab deiner Mutter... Du bist eine große Hilfe. Reden wir über früher, ja? Die Geschichte, wie ich um deine Mutter warb. Warum nicht? Das kannst du nicht oft genug hören, was? Als junger Mann wurde ich zu einem Landherrn geschickt, um mit dem Vieh zu helfen. Am ersten Tag brachte ich die Kühe vom Feld zurück und sah diese Stallmagd. Ihr Lächeln war wie Sonne in einem Sturm. Ich mochte sie, sie mochte mich. Wir zogen uns in das Lager zurück, um uns besser kennenzulernen. Was ist geschehen? Und dann? Was? Oh, ja, was wollte ich sagen? Ach ja, deine Mutter und ich im Lagerraum. Ja, naja. Der Landherr kam herein und erwischte uns beim Spaß. Er wurde rot vor Zorn und erhob seine Axt. Ich trug nichts als ein Lächeln. Aber deine Mutter war gewitzt. Warum, mein Herr, sagte sie, dieser Junge kann mehr Milch melken, als du je brauchen wirst. Nun, der Landherr liebte seine Milch und sagte, bringt mir die Milch und vielleicht lasse ich Gnade walten. Wir eilten in den Kuhstall, wir molkten die Kühe in Windeseile und kamen mit zwei Eimern zurück. Der Landherr löffelte etwas Rahm ab, um zu probieren. Zufrieden ließ er die Milch in den Schatten bringen und rief aus, mehr! Sofort, Herr, sagte deine Mutter und wir rannten raus. Wie sollen wir mehr bekommen? Fragte ich. Die Kühe sind ausgebrochen. Was ist geschehen? Ich muss wissen, wie es weitergeht. Die Kühe sind leer gemolken. Deine Mutter sagte, ich solle nicht dumm sein. Sie führte mich um die Scheune zu den Eimern im Schatten. Wir bringen sie ihm erneut und sagen, sie wären frisch. Und so brachten wir ihm die gleiche Milch nochmal. Wieder war er zufrieden und wieder wollte er mehr. Und wieder gingen wir um die Scheune. Bald hatte er 10 Eimer nach seiner Zählung. So gab er uns sein Einverständnis. Wir rannten in den Stall, stahlen ein Pferd und blickten nie zurück. Nicht viel später wurdest du geboren. Ein Kind so rosig, wie ein Vater es sich nur wünschen kann. Wir nannten dich nach der Kuh. Da fällt mir ein, der Ring deiner Mutter. Sie wollte, dass du ihn bekommst. Hier.
Nein, kann ich nicht annehmen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Behalte du ihn, um dich an Mutter zu erinnern. Oh, Liebes. Ich hinterlasse ihn dir, wenn die Zeit gekommen ist. Ich muss los, Vater. Pass auf dich auf. Es ist immer schön, dich zu sehen, Rose. Komm bald wieder. Der Rosenbusch, den wir beim Grab deiner Mutter gepflanzt haben, ist schon die ganze Eiche hochgewachsen. Du erinnerst dich? Gleich da draußen. Okay, da. Was hätte ich davon, dir zu helfen? Da ist Volke. Stiefelleben? Denn so wird es sein, wenn diese Vorräte die Feste erreichen. Ich gebe sie jedem, der genug Silber hat. Ich muss auch von was leben. Es ist zum Wohle deines Schiers. Du bist nicht bei Sinnen. Was ist hier los? Sie will mich ausrauben. Ich warne dich. Jeden Moment taucht meine Soldaten-Eskorte auf. Dieser Händler bringt Vorräte zur Feste. Öl zum Verbrennen. Pfeile, Schilde, Proviant. Ich wollte sie kaufen, doch er lehnte ab. Ich verkaufe nicht für ein vages Versprechen auf Bezahlung. Edwin ist eine gute Kundin. Dann mache ich dir ein anderes Angebot. Nimm das. 130 Silber. Ja, das ist mehr als genug Silber. Jesus, du verhandelst besser als deine verzweifelte Freundin hier. Wir könnten die Soldaten mit diesen Ölkrügen überraschen. Ich sehe brennende Männer vor mir. Schreiende Soldaten. Wenn wir das Öl und die Vorräte neben dem Heu an der Straße aufstellen, wird es lichterloh brennen, wenn die Soldaten eintreffen. Warte bei dem Vorsprung und halte Ausschau nach ihnen, ja? Ich werde aufheulen, wenn sie sich nähern. Dieser Ort wird gut bewacht. Warum ich Geld gebe? Weil die geldgierige Bastarde mehr nach Geld interessieren. Kann man jetzt machen. Deswegen, ich gebe lieber Geld. Geld ist sehr wichtig für denen. Kann man jetzt machen. Bereite einen Überfall auf die Verstärkung vor. Okay. Das war ja schlau. Es stinkt, verdammt! Was war das? Soldaten, Sacklers! Möge ihr nicht! Du bist
Oho! Das war der letzte. Nun wird Edwin vergebens auf Unterstützung warten. Stimmt etwas nicht? Nein. Nein, ganz im Gegenteil. In der Abtei behauptete dein Bruder, ein Abkömmling der Götter zu sein. Stimmt das? Ist er ein Nachfahre der Kinder der Archonten? Der Isu? Nichts für ungut, Volker. Doch höchstens die Hälfte von allem, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn für mich. Verzeih mir. Ich erwarte oft zu viel von meinen Zuhörern. Die meisten fürchten die Verdammnis. Dabei ist Unwissenheit das größte aller Übel. Unwissenheit worüber? Welch vollkommener Satz. Ich frage etwas einfacher. Könnte dein Bruder von den Göttern abstammen? Oder gar selbst ein Gott sein? Das ergibt keinen Sinn. Wie sollte das möglich sein? An so etwas glaubst du doch selbst nicht, oder? Kein Abkömmling des selbstgeborenen Lichts, das über alle herrscht. Doch vielleicht der eines geringeren Gotts, der Versuchung erlag. Sigurd ist nur ein Mensch. Er ist mein Bruder und auch Sohn eines Königs. Er mag ja viel von sich halten, aber er ist kein Gott. Ist es möglich, dass seine königlichen Vorfahren auf einen Gott zurückgehen? Was denkst du? Wir haben keine Zeit für solche Hirngespinste. Ich sollte zu Gedrick zurückkehren. Um zu sehen, wie die Vorbereitungen für den Angriff vorangehen. Viel Erfolg, Eivor. Ich bleibe hier und bete für die Seelen der Toten, bevor ich nachkomme. Was ist denn da? Noch eine Maske?
Strecke deine Flügel, Sühnen. Dafür, dass die Schützen genug Pfeile haben. 20 für jeden. Du hast wirklich Glück. Gedrick. Eivor, hast du Edwin ein paar harte Treffer zugefügt? Ja, sie wird bald merken, wie schmerzhaft sie waren. Prächtig. Meine Männer können den Angriff kaum erwarten. Aber es wäre dumm, ihn zu überstürzen. Wieso das? Weil Edwin noch über zu viele Fallen und Verteidigungsanlagen verfügt. Ihre Rotten würden uns zu einem blutigen Brei schießen, bevor sie kochendes Öl wie einen Sommerregen auf uns herabprasseln lassen. Halte die Männer bereit. Ich schleiche mich allein hinein und versuche, die Verteidigung zu schwächen. Bei allem, was heilig ist, du bist wahrlich tollkühn. Wenn du es mir gleich gibst, reicht mir die Hälfte von dem, was du verloren hast. Kann ja sein, dass du morgen aufgespielt hast. Okay. Dann schwächen wir es. Der Bergfried wird uneinnehmbar. Edwin wird sich Edwin zurückziehen. Du Hasenfuß! Perfekt. Ich bin drin. So. Verfluche dich!
Ich weiß. Ja, ich weiß es. Sabotieren. Ich könnte die Kessel manipulieren. Es gibt noch mehr zu tun, doch das sollte für den Angriff reichen. Jetzt liegt es an Gedrick, seine Männer zu führen. Ich bin drin. So. Ey, das nervt. So.
Ey, das... So, jetzt reicht's mir. Perfekt, ey. Komm schon. Okay, Leute, ich mache jetzt den Cut.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, ihr wisst Bescheid. Und dann sage ich mal, au revoir, ciao, bis dann. Euer Gen Yakuza. Tschüss.